zusammen, ihr habt ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen und ihr habt so eine Solaranlage drauf, einen Kühlschrank, muss nicht von mir sein, aber ihr geht campen, ihr habt eine Autonomität und ihr geht auch auf den Campingplatz. Auf dem Campingplatz oder auch zu Hause, das spielt keine Rolle, da könnt ihr was machen für die Energiewende. Und zwar habt ihr ja eine komplette Solaranlage. Ihr habt Solarpanels auf dem Dach. Ihr habt Solarregler, wie das hier zum Beispiel. Und ihr habt eine Batterie. Müsste eine Lithium sein, sonst geht es nicht. Da gibt es einen Vorbehalt. Und jetzt könntet ihr diesen Strom mit einem solchen Einspeiseinverter ganz langsam ins Netz verkaufen. Ihr könnt den nicht verkaufen, sondern wenn ihr zu Hause steht, ihr habt den Wohnwagen neben eurem Haus zu stehen und ihr steckt euren Wohnwagen über dieses Teil ein, wird eure Batterie nicht geladen, sondern aus der Batterie vom Wohnmobil oder Wohnwagen der Strom ins Hausnetz eingespiesen oder auf dem Campingplatz in den Campingplatz rein, weil da haben sie ja mittlerweile Preise von über einem Euro. Schreibt mir, wo ihr separate Stromzähler habt, könnt ihr unten im Kommentar nennen und was ihr dafür bezahlt auf dem Campingplatz. Und wenn ihr den Strom langsam ins Netz einspeisen könnt, könnt ihr eine Strombremse installieren, das hier. Somit läuft euer Zähler einfach langsamer, macht nicht viel aus. Das macht bei solch einem Panel 50 Franken aus im Jahr, wenn euer Wohnwagen draußen steht. Es gibt aber solche, die haben größere Solarzellen auf dem Wohnmobil oder Wohnwagen. Und die erzeugen natürlich auch einen höheren Ertrag. Und einfach, wenn der Wohnwagen das ganze Jahr draußen steht, die Solarzellen stehen auf dem Dach, die liefern Strom, die Batterie ist irgendwann voll, dann kann man diesen Strom mit solch einem Einspeiseinverter ins Netz verkaufen oder euch selber verkaufen. Es ist eine Stromzählerbremse. Aber das geht nur mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Warum und nicht Bleibatterie? Eine Bleibatterie solltet ihr nicht tief entladen. Eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die juckt das eigentlich nicht, wenn sie tief entladen wird. Die schützt sich dann selber durchs BMS, die schaltet aus. Wenn ihr das jetzt mit der Bleibatterie macht, das Ziel ist ja, dass ihr den Strom, der unter Tage reinkommt, kontinuierlich ins Netz einspeist. Und euer Stromzähler langsamer läuft zu Hause. Geht nur, wenn ihr natürlich das Wohnwagen bei euch zu Hause parkiert habt. Und so wird die Batterie permanent entladen. Bedingt natürlich, wenn ihr dann wirklich in Urlaub fahren möchtet, dass ihr den Strom hier aussteckt und zwei Tage, je nach Größe, vielleicht auch drei Tage volle Batterien habt oder volle Sonne, dass ihr die Batterien laden könnt, bevor ihr in Urlaub fährt. Ihr seht ja auch an den Batteriebeständen, wie viel Spannung ist noch da, dann kann ich auch auf dem Campingplatz mal irgendwann einfach den Strom ins Netz einspeisen, bedingt aber natürlich, dass ihr das Ladegerät ausschaltet. Weil es bringt nichts, wenn ihr das auf die Batterie hängt, in euer Wohnwagen eine Steckdose innen drin einspeist und gleichzeitig läuft ein Ladegerät, was die Batterie lädt. Das geht nicht. Weil das wäre dann das Perpetuum mobile und das funktioniert nicht. Wir haben hier, ich sag mal, einen Verlust. Und auf dem Ladegerät einen Verlust. Und so geht das nur, wenn ihr dann das Ladegerät ausschaltet. Hat jedes Ladegerät meistens einen Stecker, einen Schalter dran.
Ja, das ist der Einspeiseinverter, der ihr brauchen könnt, um die Energiewende vorzutragen und ein bisschen Strom Geld zu sparen. So ein Regler kostet 150 Schweizer Franken. Ich verlinke euch den Link unten drin. Aber macht es nicht so, wie ich hier in diesem Video erkläre. Da habt ihr das Perpetuum mobile, dass der Strom im Kreis rumrennt. Ihr müsst also das Ladegerät in dem Moment ausschalten. Aber wenn der Wohnwagen 3, 4, 5 Monate neben eurem Haus steht, dann kann die Solaranlage ruhig bei euch einspeisen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.